mittlerweile. Hallo zusammen, wir haben Montag, den, jetzt muss ich sogar nachschauen, 9. Januar. Ich habe irgendwie gefühlt schon vor lange keinen Weekly-Vlog mehr aufgenommen, sondern hatte in der letzten Zeit eher so Tagesvlogs gemacht. Aber an sich mag ich Weekly-Vlogs voll gerne, weil man dann einfach so eine komplette Woche mitfilmen kann und einfach so die Highlights der Woche zeigen kann. Wir haben mittlerweile schon 14.59 Uhr. Ich habe jetzt gerade aufgehört zu arbeiten und dachte mir einfach, dass ich mal wieder die Kamera mitnehme. Heute war an sich auch ein sehr entspannter Arbeitstag. Ich arbeite an sich 70%. Das heißt, ich arbeite meistens so bis um 14 oder 15 Uhr. Es kommt auch darauf an, wann ich morgens anfange oder wie lange ich Pause mache oder ob ich überhaupt eine Pause mache. Manchen Tagen arbeite ich noch etwas länger. Es kommt einfach immer darauf an, was ich auch für Termine und Aufgaben an dem Tag habe. Jetzt wollte ich auf jeden Fall auch eine kurze Pause machen. Später wollte ich dann noch mein YouTube-Video bearbeiten. Und heute Abend haben Tim und ich überlegt, dass wir wahrscheinlich essen gehen. Für die, die mich schon länger verfolgen, wissen, dass Tim und ich letztes Jahr den Schlemmer-Block hatten. Das ist so ein Block, ich glaube, den gibt es für fast jede Stadt. Auf jeden Fall gibt es den hier in Mainz. Und da kann man von so ungefähr, wie viele Restaurants sind da drin, 50 Restaurants ungefähr, gibt es immer so einen Gutschein, dass man zwei Gerichte bestellt und ein Gericht bezahlt und dafür eben auch das neue Restaurant ausprobiert. Wir hatten das letztes Jahr richtig für uns entdeckt, weil wir einfach jede Woche dann irgendwo anders waren und das wollten wir heute wahrscheinlich wieder machen. Jetzt als kleinen Nachmittagssnack. Ich hatte nämlich letzte Woche frische Zimtschnecken gebacken. Strahlt gerade zum ersten seit Wochen die Sonne mal wieder rein. Es ist so schön. Ich musste direkt meine Aufnahme machen. Und ich dachte mir, ich habe jetzt gerade meine letzte Zimtschnecke gegessen. Ich hatte die letzte Woche Freitag gebacken. Ein paar Tage später sind die halt immer noch super frisch, weil man macht sie einfach nochmal in die Mikrowelle für ungefähr 30 Sekunden und dann schmecken sie wie frisch aus dem Ofen. Ich wollte das Rezept jetzt auch noch bald posten, beziehungsweise im letzten Video hatte ich euch gezeigt, wie ich die Zimtschnecken backe. Ich hatte sie schon jetzt zum zweiten Mal gebacken und hatte da aber jetzt das Rezept nochmal ziemlich abgeändert, weil das erste Mal war ich noch nicht ganz so zufrieden. Und ich dachte mir, dass ich mir selbst jetzt erstmal richtig schön das Rezept aufschreibe. Ich habe hier einen Kalender und da hinten sind so Notizfelder. Da wollte ich das jetzt reinschreiben. Und dann kann ich euch das demnächst mit in die Infobox schreiben. Ich kann euch gerne das Video hier nochmal verlinken, falls euch das Rezept interessiert. Das hier war übrigens mein Basisrezept. Also das hier ist von Veggie Einhorn heißt die Seite. Ich kann gerne die Seite dann auch nochmal unten verlinken. Aber wie gesagt, ich hatte hier einige Sachen abgeändert. Deswegen nehme ich das Rezept so als Grundrezept, aber ändere nochmal ein paar Dinge ab. Bevor jetzt gleich der normale Vlog weitergeht, wollte ich noch ganz kurz eine Ankündigung machen. Und zwar hatten Emily und ich, ich kann gerne hier ihren Kanal nochmal verlinken, gemeinsam über den ganzen Dezember die Vlogmas-Reihe gemacht und hatten dort ja auch ein Gewinnspiel mit eingebunden. Also für alle, die uns schon länger verfolgen und jedes Video aus dieser Vlogmas-Reihe geschaut haben, hatten in jedem Video ein Lösungsbuchstabe versteckt, was ein ganzes Wort ergibt. Können wir endlich auch verraten, was es zu gewinnen gibt und auch die, die die Videos noch nicht geschaut haben, das könnt ihr natürlich auch gerne noch machen. Ich kann sie gerne euch hier nochmal verlinken oder auch unten in der Infobox.
Aber wir haben auch die Teilnahmebedingungen für einfach alle gemeinsam angepasst, dass ihr sowohl bei dem Gewinnspiel teilnehmen könnt, wenn ihr euch die Videos angeschaut habt, aber auch wenn ihr einfach so teilnehmen wollt. Und zwar freuen wir uns total, bei diesem Gewinnspiel gemeinsam mit Anna-Luisa zu kooperieren. Falls ihr mich schon länger verfolgt, dann wisst ihr auch, dass ich im Sommer schon mal mit der Schmuckmarke kooperiert habe. Und für mich persönlich ist immer sehr, sehr wichtig ist, einfach Schmuck zu haben, den ich wirklich täglich anziehen kann. Egal, ob ich jetzt im Homeoffice bin oder auf Reisen oder schick ausgehe. Ich habe generell auch nicht viel Schmuck. Mir ist es eher wichtig, dass ich wirklich so ein paar Einzelteile habe, die ich aber dann auch wirklich immer anziehen kann. Einfach, dass es für mich was Besonderes ist und bleibt. Zu gewinnen gibt es zwei Schmuckteile, die ihr euch aussuchen könnt. Entweder euch gefallen auch schon die Teile, die jetzt Emily und ich euch vorgestellt haben. Oder ihr könnt natürlich einfach auch auf der Website vorbeischauen. Dann die Schmuckteile einfach selbst aussuchen und wir schicken sie euch dann zu. Jetzt kurz zu den Teilnahmebedingungen. Also die Möglichkeit 1 ist, dass ihr uns das Lösungswort, was ihr über Vlogmas gefunden habt, uns privat über Instagram schickt. Also entweder Emily oder mir, dann nehmt ihr automatisch daran teil. Und die zweite Möglichkeit, die lese ich euch kurz vor. Und zwar müsst ihr einfach unseren Beitrag, den wir auf Insta gepostet haben, liken. Emily und mir auf Instagram und auch auf YouTube folgen. Und einen Freund oder eine Freundin in Instagram markieren unter dem Post, mit dem ihr gerne besondere Momente im Jahr 2023 teilt. Dann zeige ich euch noch ganz kurz, welche Schmuckteile ich mir ausgesucht habe. Also erstmal finde ich es total süß, wie immer dieses Paket kommt. Also direkt erstmal eine richtig süße Nachricht zu Beginn. Und was ich auch schön finde, ist, dass Anna-Luisa die Schmuckstücke immer individuell einpackt. Und man hat eben hier so ein kleines Päckchen. Packe ich das einmal mit euch gemeinsam aus. Also hier habe ich mir auch wieder Ohrringe bestellt. Wie sollte es anders sein? Also hier, die finde ich auch richtig, richtig schön. Die sind jetzt noch verpackt. Die hatte ich jetzt noch nicht getragen. Aber ich hatte mich dazu entschieden, direkt hier die mal anzuziehen. Sehen. Die sind diesmal etwas größer, weil ich das einfach auch mal ganz cool fand. Sonst habe ich nämlich oft auch eher kleinere Ohrringe getragen. Ich jetzt hier auch gerne noch mal ein paar Sequenzen einblenden. Bevor es mit dem normalen Vlog weitergeht, wollte ich mich einfach auch noch mal bei euch bedanken für den ganzen Support und auch die ganzen Kommentare, die ihr mir immer schreibt oder das, was ihr mir über Instagram schreibt. Ich freue mich da einfach immer so sehr drüber und freue mich einfach, dass ich damit euch so etwas Kleines zumindest zurückgeben kann. Wie gesagt, alle Infos nochmal in der Infobox oder auch auf Instagram. Ich verlinke euch hier nochmal die Kanäle und dann wünsche ich euch jetzt ganz viel Glück bei dem Gewinnspiel. Wir gehen wahrscheinlich in die Pizzeria da Rocco. Hallo, ich würde gerne heute um 19 Uhr für zwei Personen reservieren. Ja, ich reserviere. Super, danke. Bis dann, tschüss. Kein, nicht mein Name. Das ist ein gutes Feld. So, ich hatte mich jetzt eben gar nicht mehr gemeldet. Wir sitzen mittlerweile im Auto und fahren jetzt zur Pizzeria da Rocco. Wir fahren jetzt nach Ebersheim heißt es, glaube ich, oder? Mhm. Da fährt man so 20 Minuten von Mainz aus hin, aber wir dachten uns dadurch, dass wir den Schlimmerblock ja jetzt erst neu haben, dass wir das erst jetzt mal etwas weiter weg machen. Jetzt nach Hause. Wir haben mittlerweile schon 8:30. Es war an sich ganz gut. Also waren auf jeden Fall mega liebe Italiener. Was würdest du vergeben als Punktzahl? Wir haben ja auch Punktzahl vergeben. Nur 7. Ja, ich würde auch sagen, eine solide 7. Pizza war schon gut. Ja, die Pizza war gut und ich würde auch wieder hingehen, aber es war jetzt nicht so besonders. Man saß jetzt da nicht so schön, aber war auf jeden Fall ganz cool, das auszuprobieren. Wir sind jetzt auch gleich wieder zu Hause.
Hallo. Ich wollte gerade schon guten Morgen sagen, aber es ist eigentlich schon Mittag. Wir haben mittlerweile schon 13 Uhr und ich hatte mich irgendwie noch gar nicht bei euch gemeldet, weil ich einfach den ganzen Morgen durchgearbeitet habe. Also ich hatte so viel zu tun, dass ich kein einziges Mal großartig vom Laptop aufgeschaut habe. Und manchmal brauche ich das dann einfach, dass ich in Ruhe durcharbeite. Jetzt mache ich mich gerade fertig, weil ich mich heute mit einer Freundin in der Mittagspause treffe. Das habe ich auch schon ewig nicht mehr gemacht. Und ich habe auch sie schon ewig nicht mehr gesehen. Deswegen freue ich mich voll. Wir wollten so ein kleines Coffee-Date machen. Hier hatte ich auch gemeinsam studiert. Also sie war mit mir im Bachelor-Studiengang. Deswegen bin ich auch mal voll gespannt, was sie so erzählt, was sie seitdem auch macht, weil sie, glaube ich, mit ihrem Master angefangen hat. Und wir uns einfach schon seit, ich glaube, letztem Sommer nicht mehr gesehen haben. Und ich bin auf jeden Fall mal gespannt und ich bin auch froh, einfach in der Mittagspause jetzt mal rauszukommen, weil ich echt einen so vollen Kopf eben hatte. Ich brauche jetzt auch einfach mal die Pause. Und ich war heute Morgen ja auch schon im Gym. Ich hatte euch etwas auch mitgefilmt. Das Ding ist nur, dass es momentan im Gym einfach so voll ist. Deswegen konnte ich da auch nicht so viel mitfilmen. Aber ich wollte euch trotzdem kurz mal die Workouts zeigen, die ich gemacht habe. Und ja, ich hoffe, das hat euch interessiert. Ihr könnt mir natürlich auch gerne immer mal wieder Content-Wünsche in die Kommentare schreiben. Ich bin jetzt auf dem Weg. Irgendwie ist es viel kälter als gedacht. Ein super schöner Nachmittag. Wir haben mittlerweile auch schon 4:30 und ich mache mich jetzt auf den Nachhauseweg. Wann lerne ich endlich Videos abzuspeichern zwischendrin? Jetzt ist mein PC eben abgestürzt. Mal wieder. Das ist mittlerweile irgendwie keine Seltenheit mehr. Ich glaube, der hat einfach zu wenig Arbeitsspeicher. Das war zumindest das, was Tim meinte. Und ich habe vergessen, das Video abzuspeichern. Also es wird zum Glück immer mal wieder automatisch gespeichert, das Video, was ich bearbeite. Aber wahrscheinlich ist jetzt wieder mal ein guter Teil der Arbeit weg. Bescheuert und ich war fast fertig. Leute, das ist wirklich ein Krampf. Ich bin heute Abend auch alleine zu Hause, weil Tim heute Abend bei einer Freundin ist und die essen gerade richtig lecker. Hat mir gerade ein Bild allein von der Vorspeise geschickt und das, ihr könnt das wahrscheinlich jetzt eh nicht sehen, das ist so ein Antipasti-Gericht, was sie machen. Und ich bin auf jeden Fall auch schon wieder länger zu Hause. War ein richtig schöner und entspannter Mittag. Und hatte mich dann eben nochmal an den Laptop gesetzt, hatte noch einen Termin und habe auch noch ein bisschen gearbeitet. Jetzt hatte ich angefangen mit YouTube und wir haben auch schon 19.38 Uhr. Ich bin jetzt fertig mit Arbeiten. Also ich habe jetzt mein YouTube-Video fast fertig geschnitten. Und jetzt habe ich mir einfach eine Tiefkühlpizza in den Ofen gemacht. Shame over me. Ja, weil es jetzt einfach schnell geht und ich voll Hunger habe. Dann melde ich mich auch einfach morgen wieder bei euch. Ich mache mir jetzt einen richtig entspannten Me-Time-Abend und mache mir gleich noch etwas Netflix an. Ich habe da momentan, immer wenn ich zumindest alleine bin, The Good Doctor. Und ich mag die Serie voll gerne. Vor allem kam jetzt einfach die 4. Staffel raus. Also ich kann sie euch echt empfehlen. Ich wollte mich heute eigentlich auch schon viel früher melden. Ich kann euch ja aber kurz mal erklären, was ich momentan so mache, wieso ich morgens auch so beschäftigt bin. Das ist natürlich nicht jeden Tag so. Aber gerade am Anfang des Monats bin ich immer dafür verantwortlich, verschiedene Zahlen aus unserem Team auszuwerten. Und gerade am Anfang des Monats ist es dann eben immer sehr stressig, weil ich ja trotzdem noch die normalen Projekte auch nebenbei habe. Heute kamen dann zwischendrin immer noch andere Anfragen rein. Ich hatte einige Meetings, einige Austausche auch zu zweit. Das war auch alles super interessant, aber dann kann man eben nicht an den täglichen Aufgaben weiterarbeiten. Und jetzt um 14 Uhr, also in 4 Minuten, ist meine Mittagspause vorbei, weil ich dann noch ein Meeting habe, wo wir nochmal verschiedene Projekte gliedern und aufteilen. Da kann es also auch gut sein, dass ich wieder ein Projekt dazu bekomme.
Und heute um 16 Uhr habe ich einen Infotermin. Ich hatte da in meinem letzten Vlog schon sehr viel drüber erzählt. Wenn ihr mich also regelmäßig verfolgt, wisst ihr Bescheid, dass ich mich momentan ziemlich stark darüber informiere, wo ich meinen Master machen möchte. Ich bin da momentan noch sehr am Anfang, aber ich habe mir einige Infoveranstaltungen gebucht an verschiedenen Unis, die halt auch online sind. Und heute Abend oder heute Nachmittag um 16 Uhr habe ich einen individuellen Termin. Also da werde ich beraten für eine Universität, die auch so auf Platz 2 momentan meiner Favoriten ist. Deswegen bin ich mal sehr gespannt, was sich bei dem Meeting ergibt. Ich habe einfach die Uni angefragt. Die hatten auf ihrer Homepage stehen, dass man eben diese Infoveranstaltung buchen kann. Und ich hatte dann auch schon mal direkt eine E-Mail geschrieben mit all meinen Fragen. Ich mag das ganz gerne, wenn man das schon in der E-Mail gliedert für sich, dann habe ich später einfach die Fragen für mich und ich kann eben auch schon mal den Gegenüber auf die Fragen vorbereiten, damit das Gespräch auch wirklich zielführend ist und effizient. Gestern hatte ich mich ja auch mit der Freundin getroffen, die jetzt ihren Master angefangen hat. Und ich kann euch nur als Tipp geben, tauscht euch wirklich mit Leuten aus, die das momentan machen. Weil sie zum Beispiel hat mir auch jetzt erzählt aus ihrer Perspektive, wie sie den Master in Vollzeit findet. Und wir hatten beide zusammen den Bachelor dual gemacht. Deswegen hat sie ungefähr so dieselbe Ausgangslage wie ich. Und mir persönlich hat da alleine schon der Austausch geholfen. Plus sie kennt auch zum Beispiel wieder andere Leute, die mir bei anderen Unis weiterhelfen können, die zum Beispiel selbst an diesen Unis sind. Und ja, ich kann euch einfach nur empfehlen, tauscht euch mit anderen aus, sucht euch da wirklich Leute, die das selbst machen. Ich glaube, viel besser kann man sich gar nicht die Infos holen. Vielen Dank, dass das heute funktioniert hat. Ich bin mittlerweile schon etwas länger fertig mit dem Meeting, also mit dieser Vertretung von der Uni. Es war an sich ganz gut, nur irgendwie der Uni-Eindruck war generell etwas altmodisch. Sie hat mir so zum Beispiel den Online-Campus gezeigt und das sah alles irgendwie sehr in die Jahre gekommen aus. Ich bin mal gespannt, ob es wirklich die Uni wird. Es wirkt alles sehr chaotisch. Aber trotzdem, es war ein gutes Gespräch und ich finde es auch voll gut, dass sie sich wirklich eine Stunde lang Zeit nehmen, jemanden zu beraten, ohne dass ich mich ja wirklich schon entschieden habe, dorthin zu gehen. Also das kann ich euch nur empfehlen, immer wieder zu machen, weil bei den Infoveranstaltungen können die Leute ja dann doch nicht so intensiv auf einen eingehen. Wir haben mittlerweile 19.05 Uhr. Ich wollte jetzt noch kurz weiter mein YouTube-Video bearbeiten. Dann muss ich noch meine Office-Tasche packen. Morgen habe ich nämlich einen Tag vor Ort und wollte dann noch etwas kochen. Ich muss sagen, ich habe momentan einfach gar keine Lust zu kochen. Ich hoffe, ich kann mich überwinden, weil das immer so viel Zeit frisst. Und irgendwie denke ich mir auch immer, wenn ich alleine bin, dass es sich für mich alleine nicht lohnt, weil ich dann eh total viele Reste habe und keine Ahnung, ich esse halt auch genauso gerne Nudeln mit Pesto. Ich brauche da irgendwie nicht so viel zu kochen. Aber ich hatte es mir eigentlich vorgenommen und hatte mir auch schon alles für ein Gericht eingekauft. Also mal schauen, ob ich das noch mache heute oder es einfach nächste Woche koche. Mal schauen. Ich mache mir jetzt hier gerade Frühstück für morgen. Ich dachte mir, ich zeige euch das kurz. Ich habe mir jetzt hier einfach Haferflocken in ein Honigglas gegeben, weil ich keine Brotdose habe. Darüber Hafermilch und das zieht dann heute Nacht im Kühlschrank. Das ist halt perfekt, um es mit ins Office zu nehmen. Und in meinem Adventskalender hatte ich ja super viele Toppings geschenkt bekommen. Deswegen habe ich mittlerweile ein ganzes Menü. Ich kann euch das gerne demnächst mal bei Tageslicht zeigen, was ich da alles habe. Für heute habe ich mich entschieden, ich habe mir jetzt hier schon Apfel geschnitten, Heidelbeeren, dann habe ich hier so Bananenchips bekommen, Erdnussmus, das muss auf jeden Fall mit rein, das ist so lecker, Cranberries, die habe ich mir hier auch in ein Gläschen gefüllt und Zimt. Thank you.
Good morning, meine Lieben. Wir haben den nächsten Tag. Es ist jetzt Mittwoch. Wir haben Donnerstag. Und ich fahre jetzt auf die Arbeit. Ich muss mich etwas beeilen. Morgens komme ich momentan irgendwie super schwer aus dem Bett raus. Deswegen fahre ich jetzt mal los und melde mich dann einfach nach der Arbeit bei euch. So. Ich bin mittlerweile zu Hause. Wir haben so ungefähr 14 Uhr. Ich bin in der Mittagspause einfach nach Hause gefahren. Und richtig cool, meine beste Freundin kam gerade vorbei und hat mir das Buch hier vorbeigebracht. Wir hatten nämlich die Idee, dass wir beide relativ die gleichen Bücher lesen, dass wir uns die öfter einfach austauschen. Und ich bekomme jetzt das Buch von ihr. Und hatte ihr dafür ein anderes von Colleen Hoover gegeben. Ich bin mal sehr gespannt. Ich bin mittlerweile fertig mit Arbeiten. Mein Outfit ist auch gerade sehr interessant, weil ich meine Jogginghose anhabe. Ich hatte mich nämlich eben kurz zwischenzeitlich umgezogen, weil es echt irgendwann unbequem ist. Und es war auf jeden Fall ein relativ langer Arbeitstag. Wir haben jetzt schon ungefähr 17 Uhr. Ich habe jetzt auch gleich noch etwas, was ich vorbereiten muss. Dadurch, dass ich nämlich morgen nicht so lange arbeiten kann, hatte ich euch, glaube ich, nämlich noch nicht erzählt. Morgen fahren Tim und ich in den Wellnessurlaub. Ich freue mich so sehr darauf, weil es einfach so eine Auszeit zu zweit wird. Und wir wollten so gegen 12 oder 13 Uhr aufbrechen. Deswegen packe ich jetzt auch gleich noch meinen Koffer. Oh Gott, ich sehe so fertig aus. Aber ich packe gleich noch meinen Koffer. Und morgen früh arbeite ich dann nochmal, damit wir dann morgen Mittag direkt losfahren können. Wir sehen uns dann einfach im nächsten Vlog wieder. Ich freue mich darauf und hoffe, dass ihr wieder alle mit dabei seid. Bis dahin, tschüss!